So, willkommen zurück zu Let's Play Hearthstone Constructed Folge 24. Wieder rein ins Spielen. Ich will nochmal mit dem Superladin spielen. Und dann werde ich mal mit dem Schamanen spielen. Gegen Garrosh. Sieg oder Tod. Ich werde ehrenhaft kämpfen. Weil lasse ich mal auf jeden Fall schon drauf. Lass das mal so die Hand. Jetzt keine überragende Hand, aber schauen wir einfach mal. Ruf zu den Waffen, ja. Das war's. Okay, dafür kriege ich jetzt die anderen Sachen wieder nicht. Ich sehe es jetzt schon kommen. Für die Lebensbinderin. Okay. Interessant. Da kommt der Minibot gerade rechtzeitig. Jetzt. Na, okay. Waffensysteme aktiviert. Okay. Ah, vielleicht habe ich ja Glück. Legt diesen Apfel auf euren Kopf. Komm schon. Ich habe heute einfach kein Glück. Das ist einfach. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Mein Glück kehrt nicht zurück. Das ist wirklich unglaublich gerade. Der Quartermaster wäre mal nicht verkehrt, wenn ich den jetzt mal bekäme langsam. Ruf zu den Waffen habe ich ja schon mal. Ich frage mich, ob meine Augen sind offen. Okay. Ich bin bereit. Soll ich Walli jetzt schon einsetzen? Ich mach's mal. Oh, jetzt habe ich mal Glück gehabt. Jetzt macht er einen kaputt. Schade, hätte ich vorher dran denken sollen. Legt diesen Apfel auf euren Kopf. Haben die da noch Platz, die silbernen Hände? Ich weiß es nicht, aber ich spiele es erstmal noch nicht. Melde mich zum Dienst. Ich kämpfe. Jetzt wäre natürlich der Aufwertebot richtig cool. Geht hinter mir in Deckung. Spotkarte. Und ein Lebenspunkt. Demut. Spielen wir gleich mal aus.
Und dann würde ich sagen, schicke ich ihn Aufwertebot rein. Das ist doch mal richtig nice. Da gibt er auf. Okay, das ist doch mal schön. Das hat gut funktioniert. Oh Mann, jetzt weiß ich gar nicht, ist das eine neue Folge? Ich glaube, es ist eine neue Folge, oder? Egal, dann wird es halt eine besonders lange. Ich will nochmal mit dem Superladin spielen. Superladin, ich will die neuen Karten sehen. Schlachtrossmeister haben wir ja schon gesehen, aber ich will den Quartermeister, Schlachtrossmeister und die silberne Regentin. Die habe ich überhaupt noch nicht ein einziges Mal bisher gesehen in meinem Deck. Schon ein paar Spiele gemacht, aber die will einfach nicht kommen. Das gibt's doch nicht. Uta gegen Malfurion. Wie ein Druiden, okay. Ich muss die Wildnis schützen. Ah, schon mal ein beschissener Start. Beschissene Hand. Bein brauche ich erstmal nicht. Ja, das sieht schon besser aus. Und wir haben die Coin. Ach, Segen der Könige haben wir auch. Ups. Mit dem Fairy Dragon raus. Mal ein sicherer Part, weil er den nicht mit dem Zauber wegknallen kann. Wichtelmeisterin spielen wir nächste Runde aus. Auf in die Schlacht, Made. Ich muss das Land bewachen. Ah, okay. Kartwar. Oh, dann spiele ich halt erst einmal die Wichtelmeisterin. Um präsent auf dem Board zu bleiben, Präsenz zu zeigen auf dem Board, so rum. Wo soll ich zuschlagen? Oh, oh, okay, jetzt ist schon nervig, aber den kriege ich ganz gut weg mit Segen der Könige. Das sollte jetzt nicht das Problem sein. Und dann, was mache ich dann? Na, dann würde der sterben. Lass die Dunkelheit. Musste ich jetzt machen. Ja, jetzt sieht er eine Karte. Ah, doch keine so gute Idee, die ich da hatte. Knife Juggler. Hauen wir gleich mal raus. Legt diesen Apfel auf euren Kopf. Komm schon! Nein! Nein! Warum? Warum? Was habe ich getan, dass ich so viel Pech habe? Das gibt's doch nicht! Das Dingo! Ja! Sieht so aus, als würde ich dieses Jahr auch keine Weihnachtsgeschenke bekommen, wenn das so weitergeht. Das ist ja eine Qual, ist das? Naja, ich kann ihn immer noch traden, das ist das Gute. Obwohl, gar nicht. Was erzähl ich hier für Quark? Melde mich zum Dienst. Oh, fuck. Okay, jetzt habe ich natürlich ein Riesenproblem. Weil da komme ich jetzt natürlich relativ schwer durch. So, das heißt, wir werden erstmal mit ihm angreifen. Melde mich zum Dienst. Den will ich jetzt erstmal nicht opfern. Das macht er schon, okay.
der Sack, ey. Das ist wirklich mein Sack. Schilde hoch, roter Alarm. Melde mich zum Dienst. 4, 5, 6, das reicht nicht mal. Boah, ist das ätzend. Das ist ja wirklich mal ätzend. Ja, zieh doch noch mehr Karten. Zieh doch noch mehr Karten. Weihe, Demut. Das ist gar nicht mal so schlecht mit Demut. Das war's. Ich werde der Irre, ich habe die silberne Regentin. Alter, will der mich verarschen oder was? Der will mich richtig trollen hier, glaube ich. Aber gut, ich habe Weihe, damit kriege ich zumindest 2 weg. Das ist das Gute. Ach komm hier. Gib mir Makator. Melde mich zum Dienst. Nein, hätte ich vorher ausspielen müssen. Egal. Spielen wir es jetzt aus. Melde mich zum Dienst. Ragnaros! Aber na klar. Aber na klar. Und da ist er auf Rang 19. Mit solchen Karten. What the fuck, ey? Ehrlich, ganz ehrlich. Faceless Manipulator. Ja, natürlich! Noch ein Ragnaros. What the fuck? Ja, jetzt krieg ich natürlich den Knife Juggler. Boah, ey, das ist ja richtig mies, ey. Das ist richtig mies, was er da macht. Legt diesen Apfel auf euren Kopf! Seid gegrüßt. Melde mich zum Dienst. Melde mich zum Dienst. In den Kampf. In den Kampf. In den Kampf. Ja, das habe ich verloren. Da kann ich mich auf den Kopf stellen. Ey, zweimal Ragnaros, das ist echt schon richtig mies. Das ist wirklich schon richtig mies. Ha! Ja, natürlich, du Fucker, du! Natürlich! Natürlich. Natürlich. Wie wär's mal mit einem Quartermaster? Das wäre echt mal super. Ich krieg wieder nicht alle Karten, das gibt's doch nicht. Ja, jetzt ist vorbei, wa? Ja, genau, was ich brauche. Ja, das haben wir verloren, da wollen wir gar nicht drüber nachdenken. Okay, das lief nicht gut. Alter Falter, und da ist ja auch Rang 19 mit so einer Kombi, ey. Das ist doch wohl verarsche langsam hier. Was kriege ich denn hier für Leute, die da unten rumgammeln? Unglaublich. Ich werde mal den Faceless Manipulator, der war ganz schön geil für einen Facehunter. Hab ich den? Gesichts. Was hab ich denn da geschrieben? Da ist er. Wie teuer ist denn der? 400. Okay, was spiele ich denn jetzt noch? Genug Superlading gespielt. Facehunter wäre mal noch eine Alternative. Ich spiele mal den Totemic Shaman. Mal gucken, ob ich da ein bisschen Glück habe. Aber ich bezweifle es doch ganz stark.
Ich krieg einfach diesen letzten Sieg nicht. Das gibt's nicht, um das Gold zu bekommen. So, hier habe ich tatsächlich schon ein paar neue Karten drin. Ne? Der arglistige Querulan, Flammzung, Totem, Hex lasse ich mal drauf. Ja. Ja, ja. Ja, das ist das, was ich wollte. Waffen des Felsbeißers. Verschwenden wir die jetzt schon? Ich eigentlich zum Traden nehmen. Ihr könnt nicht vorbei. Schildträger, okay, jetzt muss ich das schon fast nehmen. Und drei Angriff. Interessant. Das war's. Also auf jeden Fall schon immer eine bekloppte Hand, die man da hat. Melde mich zum Dienst. Nichts, aber auch wirklich gar nichts, was mich hier irgendwie weiterbringt. Verhexen eventuell. Ich glaube einmal verhexen, ja, wohl. Dann mache ich es doch erstmal so. Elemente, zeig mir den Weg. Das war's. Hauptsache Blattlast auf der Hand. Okay, der ist immer schon am Traden. Melde mich zum Dienst. Lava-Eruption brauche ich eigentlich erstmal nicht. Ja, das bringt mir nichts. Das Dingo. Noch eine Sportkarte, jetzt glaube ich, jetzt muss ich auf jeden Fall mal Hex machen. Sonst komme ich hier nämlich nicht mehr raus. Obwohl, ich kann auch Lava-Eruption einsetzen. Das läuft mal gar nicht gut. Beschwört ein Random. Ah, da fehlt mal ein Mana. Nein. Ja, ich glaube, ich werde mal... Ist das bitter. Das war's. Sechs Mana Imperator Taurissan kann ich nächste Runde spielen. Ja, der ahnt schon, was ich vorhabe. Mit den Totems. Ich komme halt zu gar nichts. Der lässt meine Totems nicht stehen. Macht die halt immer kaputt, die Sau. Warum machst du das? Ich muss einen mal weghexen, einen zweiten. Hilft alles nichts. Habt ihr Fisch dabei? Das war's. Boah, das war gar nicht mal so schlecht. Jetzt kommt die Weihe und der Masters. Langsam wird es mal Zeit, das Totem der Vitalität aufzustellen, um wenigstens 4 Lebenspunkte noch irgendwie zu bekommen. Mir fehlen halt nach wie vor entscheidende Karten, den Donnerfels Justanten. Natürlich.
Fuck, warum hat er das Foto nicht zerstört? Viel sinnvoller gewesen. Ja, das sieht mal gar nicht gut aus. Das ist gar nicht mal so schlecht eigentlich. Hier geht's bald heiß her. Ja, natürlich. Ich sag ja, Leute, ich hab einfach kein Glück. Ich habe kein Glück. Das war's. Ich habe kein Glück. Das ist einfach... Das wird nichts mehr. Das wird einfach nichts mehr. Das ist unglaublich, wie viel Pech ich habe. Alter, wieder das Tote. Alter, wieder mir auf den Sack geht. Ich komme nicht durch. Ich habe gar keine Präsenz auf dem Board. Seid gegrüßt. Melde mich zum Dienst. Obwohl, da muss ich tatsächlich nochmal drüber nachdenken, wie ich, ob das Deck so eine gute Idee ist. Ich komme halt gar nicht raus. Ja, einmal Überladung. Sehr schön. Ich spiele jetzt mal Imperator Taurusan aus. Das ist eigentlich totaler Blödsinn, aber ich mache es trotzdem mal, um wenigstens mal Bordpräsenz zu haben irgendwie. Aber es sieht gar nicht mal so gut aus. Lava-Eruption, der muss ja jetzt traden. Immer noch ein Hex. Segen der Könige. Er hat ja einen Lack. Das ist so ein Lacker, ey. Das ist unglaublich. Schon wieder? Nee, ich gebe auf. Das hat keinen Sinn. Das ist ein totaler Reinfall mit dem Deck. Keine Minions. Ich muss wirklich mal gucken, was ich da habe auf der Karte. Brauche auf jeden Fall was zum Traden in dem Deck, meine ich. Brauche auf jeden Fall was zum Traden, aber darf auch nicht zu viel Zauberkarten drin haben. Mir fehlen halt zwei wichtige Karten. Das ist halt das Problem. Gucken wir mal. Eigentlich brauchen wir den Quark schon mal nicht. Waffe des Felsbeißers. Die finde ich eigentlich ganz gut. Zombie Show auch nichts. Ey, es gibt so schlecht habe ich gar nicht, bin ich gar nicht bestückt. Gewittersturm. Lava Eruption verhexen. Komisch. Da habe ich wirklich gerade ziemlich viel Pech gehabt, dass ich nur Kacke bekommen habe. Nein. Achso, ich kann noch zwei Dinger reinmachen. Ja, machen wir noch zwei Minions. Und wie sieht die Mana-Kurve aus? Ja, ein Dreier-Minion, ein Vierer eventuell noch, ein Vierer-Minion. Schildmeister mit rein und dann, was brauche ich denn noch? Ein 5er Minion könnte ich noch. Oder ich gucke mal bei den 2ern, ob ich da noch einen mit reinnehme. Habe ich einen Silence drin? Habe ich ja eigentlich eh schon. Mit Silence ist Quatsch. Junger Braumeister. Habe ich irgendwas, womit ich... Ja, der Totemiker wäre eine Möglichkeit. Ein Knife-Juggler fehlt mir auch.
Ich glaube, ich nehme mal zum Spaß einen Knife-Juggler machen mit rein. Und dann gucken wir mal, ob das was wird. Habe ich wirklich Pech gehabt, dass ich nur die beschissenen Karten bekommen habe, statt die ich eigentlich haben wollte. Ja, mir fehlen halt dieser Kodo-Typ, fehlt mir zweimal, und mir fehlt die Totemschnitzerin zweimal. Das ist natürlich bitter, gerade wenn du so ein Deck spielen willst mit den Totems. Thrall gegen Anduin. Das Licht wird den Sieg bringen. Eure Zeit ist gekommen. Oh, das sieht schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Ja, ich glaube, das nehme ich mal. Ja, jetzt ist natürlich die Gefahr, dass er mit dem wegtradet. Deswegen spiele ich erstmal noch nicht mit dem Totem-Golem. Das war's. Sondern erstmal mit dem Pfützenstampfer. Feuerelementar, das sieht schon mal wesentlich besser aus. Okay, Zombie-Shaw, rein damit. Flammenzungen-Totem wäre auch nicht schlecht. Das setze ich sogar mal. Das Dingo! Ja, da werde ich ein Faxen drauf machen. Ohne lange rum zu diskutieren. Hex. Und danach die Wildgeister. Eigentlich tot im Golem macht jetzt schon gar keinen Sinn mehr, aber durch die eine Überladung muss ich schauen, dass ich zumindest bis auf 4 Mana gekommen bin. Heilige Peilen, okay. Warum hat er denn? Achso, hat er wahrscheinlich gerade erst gezogen. Die Lichtbrut. Spielen wir es so. Und Heilung, das ist sehr schön. Zur Not kann ich mit dem Feuerelementar dann auch noch raufbumsen. Gucken wir mal. Machtwortschild. Interessant. Reicht das schon? 8. Jetzt reicht es nicht mehr. Aber ich kann den töten mit dem Feuerelementar. Jetzt nicht mehr. Hat jemand den Arzt gerufen? Oh, noch eine Spottkarte. Okay. Okay. Okay, wenn er das so will. Okay. Ach, ich habe das Tod im Golem. Ja. Ah, nee, ich habe die Wildgeister ausgespielt gehabt. Deswegen.
Dann spielen wir mal noch den Querulanten, würde ich sagen. Ihr riecht wie ein Lebhagnom. Da. So, 6 Mana, Feuerelementar, um endlich mal die beschissene Lichtbrut loszuwerden. Hulinova. Okay, das war mies von ihm. Auf 5. Ah, den kriege ich nicht klein, das ist das Problem. Vielleicht opfert er ihn jetzt, das wäre für mich eigentlich ganz gut. Was haben wir denn? Was können wir denn mit 7 Mana spielen? Es wäre mal ganz gut, wenn ich den bemannten Schredder langsam spiele. Jetzt würde er trotzdem dran sterben. Ach du Scheiße. Ja, jetzt kann es ihm egal sein. Oder er geht auf den Face. Nee, er macht so. Jetzt wird es nervig. Ich muss die Beine irgendwie loswerden. Irgendwie muss ich den loswerden. Gewittersturm, na, vielleicht habe ich Glück, vielleicht habe ich Glück und krieg das richtige Totem. Habt ihr Fisch dabei? Komm schon, Baby. Nein. Yay, vielleicht reicht es. Nein, es reicht nicht. Nein. Schade. Es reicht nicht! Es reicht nicht! Es reicht nicht! Es reicht nicht! Ich frage mich. Die Tore sind geöffnet! Jetzt trainiert er echt das Totem. Knife Juggler. Legt diesen Apfel auf euren Kopf! Endlich habe ich mal einen erwischt, der drauf geht. Stoßzahnstoß! Basche Berserker. Und der Lipanum. Und der heilt den Sack wieder. Ah, jetzt opfert er ihn. Mit ihm geht er auf den. Nee, was macht er? Totem der Vitalität. Ach, das war nicht mal Glück. Das war mehr als Luck. Das war nicht gut gespielt, das war mehr als Luck. Das war mal richtig Luck. So, wenn ich jetzt ein Blattlast bekäme, das wäre doch mal richtig nice. Blattlast.
wie gut jetzt einfach mal ein Bloodlust wäre. Dann würde ich ihn wegschnetzeln. 3 sind 6. Ja, dann hätte ich ihn. Obwohl, nee. Sind 6, sind 10. Das reicht nicht. Okay, halt sich lieber. Imperator Taurus-san! Yay, raus damit. Bei der Macht von Rastaros, ich habe die Kraft! Ah, gehen wir aufs Face. Ich hätte so gern ein Bloodlust. Ich hätte so gern Bloodlust. Ich hätte so gern ein Bloodlust. Ich hätte so gern ein Bloodlust. Ach, wäre das geil, wenn ich jetzt ein Bloodlust bekäme. Blablabla. Schnell entscheiden. Ist er jetzt rausgeflogen? Das wäre mehr als bitter. Und ich mag solche Siege auch nicht. Das ist aber fast so aus. Schade. Nein! Direwolf Alpha. Nein, es reicht nicht mal. Ich habe keinen Platz mehr. Ah, ich hatte wirklich Luck mit den beiden Totems der Vitalität. Feiger. Okay, er ist nicht mehr da. Zumindest habe ich jetzt mal diesen einen Sieg bekommen. Ich bin gerade Rang 20, das ist ganz schön eklig. Endlich mal diese letzten Goldmünzen noch bekommen. Ach, das war's noch nicht. Muss doch einmal mit dem Schaman oder mit dem Magier gewinnen. Kotz. Na gut, spielen wir noch eine Runde mit dem Schaman. Vielleicht wird's ja noch mal was. Sah gar nicht so schlecht aus. Nein! Gegen Thrall! Okay. Eure Zeit ist gekommen. Die Elemente werden euch vernichten. Hex. Will ich den Knife Jugger schon so früh haben? Um Gottes, wenn ich es. Den Knife Jugger packe ich auch mal weg. Ja! Imperator Taurus-san. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Oh, meine Fresse. Ich habe so viel Zweier und Dreier wenigstens bekommen. Es ist wieder nur ein Witz. Es ist wieder ein Witz. Ein Flammenjongleur. Hier geht's bald heiß her. Ist gar nicht mal so schlecht gewesen. Ein Magwarp. Okay, das ist ein Mech-Schamane. Ja, dann werde ich gleich den Gewittersturm einsetzen, um die beiden wegzutraden.
Dann habe ich zwei. Ja, ich riskiere es mal. Komm schon! Ja! Sauber. War vielleicht Verschwendung, aber da habe ich erstmal die Bahn frei für mich, nicht von dem scheiß MacWarper da beeinflussen lassen, dass der die Max schon Feuer ausspielen kann. Ah, damit kann ich leben. Zwei haben wir hier. Nein. Spot? Nein. Hätte ich traden können, aber ich gehe mal aufs Face. Magie registriert. Ah, du siehst Gesicht. Das ist natürlich schon mal kurz wieder niesen. Feuer frei. Das war's. Wüste. Oh oh. Sechs Mann an nächste Runde, oder? Yeah, baby. Oh, ho, 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 ho. Was machen wir denn da Schönes? Feuer frei! Fuck! Ihn vielleicht doch traden, oder das mache ich auf jeden Fall nächste Runde. Mit dem zweiten Fire Elemental könnte ich das machen. Oder ich spotte ihn. Oder ich spotte ihn. Das ginge natürlich auch. Ich bin dabei. Der ist mir zu gefährlich. Den werde ich, glaube ich, lieber mal aus dem Spiel nehmen. Ja, das werde ich gleich direkt mal machen. Hex, Hex. Und dann werde ich die Trusterin mal spielen. Nee, ich gehe kein Risiko ein. Ich muss den loswerden. Komm schon! Oh, Gott sei Dank. Schwein gehabt. Imperator Taurus haben wir jetzt auch mal langsam, wenn er jetzt nicht irgendeinen starken Minion rausballert, dann Kampfrausch. Interessant. Wildgeister! Raus damit! Mein Reittier explodiert fast nie! Nein! Verloren! Schade, hat nicht funktioniert. Was werde ich denn jetzt machen? Ich habe immer noch das Feuer mit der Imperator Taurus, dann werde ich rausholen. Oder wenn er einen starken Minion hat, natürlich das. Ja, okay, das ist schon mal geklärt. Feuer Elementar rausholen. Um den loszuwerden. Obwohl, ich könnte auch einfach so einen Trade machen. Boah, fuck, das ist natürlich bitter. Das ist natürlich richtig bitter. Okay, da muss ich Imperator Taurus spielen. Ich habe
Okay. Okay, er gibt auf. Ja, das sieht schon besser. Die Quest ist jetzt endlich abgeschlossen. Ach so, ich muss auch mit Magier gewinnen oder Mega. Bäh-Kotz. Bäh-Kotz. Na gut. Versuch's mal noch mit dem Jäger irgendwie zu Rande zu kommen oder mit. Soll ich es mal mit dem Mech-Mage versuchen? Was habe ich denn beim Hunter alles drin? Gucken wir da mal. Weidwohrsteiner, Lipanum. Cleaver. Ich versuch's mal nochmal. Mit dem Facehunter. Gegen Jaina. Ihr habt es so gewollt. Lass die Jagd beginnen. Das ist schon mal eine bekloppte Hand. Am besten auch Chaos Thriller, das wäre nice. Oh, das geht. Bester Sitzplatz aller Zeiten. Hallo. Das ist interessant auf jeden Fall. Das ist wirklich mal interessant. Das spielt nur mit den neuen Karten. Das ist wirklich mal interessant. Das ist wirklich mal interessant. Silence ich den gleich? Oder lasse ich das? Ich mach's mal so. Ein Secret. Wahrscheinlich zerstäuben. Ha! Leuchtfeuer. Spiele ich nächste Runde. Obwohl, kann ich sogar jetzt noch. Spiegelgestalt, okay. Wissen ist Macht und ich weiß ganz schön viel. Das ist jetzt gar nicht mal so gut. Werde ich den silencen? Ich glaube, ich silence ihn.
Mehrfachschuss, der würde aber nicht reichen. Nee, das reicht nicht. 5 Mana, obwohl das könnte reichen sogar. Das könnte sogar reichen. Gucken wir mal. Das war's. Na schön, ich heile. Den muss ich auch schnell loswerden, sonst heilt er sich immer stumpf hoch. Das ist natürlich eine ätzende Karte. Also ich muss mit der Hero Power jetzt auf jeden Fall agieren. 8 Lebenspunkte, ist richtig bitter. Folgen, okay. Okay, er tradet ihn nicht. Der verhungerte Bussard. Das reicht leider nicht. Schade. Da brauche ich 8 Mana. Mal Exner. Der spielt alle Viecher aus, die so viele Lebenspunkte haben. Das ist ätzend. Hochlöser Unteroffizier. Steinhauer. Fass. Und Tundranasorn. Nützt mir alles nichts, weil ich den nicht tot bekomme. Sechs, sieben Damage macht der nächste Runde. Ich kann nur 3 machen. Mit Fass könnte ich ihn vielleicht besiegen. Das war's. Sehr interessant, was er da spielt. Es wird wohl Lina nicht reichen. Savannenhochmähner. Ich brauche irgendwas. 5 und 8. Es könnte sogar reichen. Fünf Damage. Jetzt muss ich mich entscheiden, welchen ich da töte. Ich glaube, mein Exner wäre am bittersten. Nächste Runde 10 Mana. Was könnte ich denn dann noch spielen, damit mir das irgendwie den Arsch rettet? Ich glaube gar nichts mehr. Das sind 6 Leute. Und ein Secret. Secret später. Das nächste Runde ist vorbei. Nächste Runde ist vorbei. Was könnte ich denn jetzt noch machen? 6, das würde sogar reichen. Mein Schild für Argus. Fuck, was hat er denn da? Bestimmt zerstäuben, oder? 2, 3, das reicht nicht. Ich könnte höchstens Loatep loswerden. Aber selbst dann könnte er mich besiegen. Finde ich auf dem Face. Er hat zerstäuben. Das war sehr offensichtlich. Das war's. Ja, nächste Runde hat er mich. Egal wie ich das Ding drehe.
muss ja nur mit den beiden angreifen und dann mit den einen von den anderen. Ja, er ist verloren. Es ist verloren! Der beschissene Magier hier, der Turniersanitäter, hat mir das Spiel kaputt gemacht. Ich hätte den schon am Anfang raustraden müssen. Dummerweise Flamestrike. Aber natürlich. Ja, jetzt habe ich verloren. Schade! Hat das nicht funktioniert mit dem Hunter? Ich spiele nochmal mit dem Jäger. Das ist schon, schwierig, wenn du nicht die neuen Karten drin hast. Dann hast du kaum eine Chance. Also so kommt es mir zumindest vor. Hast kaum eine Chance. Gerade der Turniersanitäter ist ziemlich mächtig mit seinen 1,8. Da kriegst du ja kaum down den Dreckskerl. Guck mal, ob ich zumindest an 19 bleibe. Oh nein. Anduin. Das Licht wird den Sieg bringen. Lass die Jagd beginnen. Tierbegleiter ist gar nicht mal so verkehrt am Anfang. Zweimal Tierbegleiter. Oh nein, noch nicht so ein Rotz. Ein Waldwolf. Na, heilige Pein, wa? Okay. Werde mich gleich unter Druck setzen. Lever, aber ich spiele jetzt erstmal den Tiefleiter. Schweinchen! Yay! Und jetzt noch den Waldwolf dazwischen. Und die Glewehr. Das war schon ziemlich nice, wenn er den am Leben ist, was er nicht tut. Haut er den ganzen Mist gleich mal raus. Eine Sprengfalle. Hat sogar der Richtige bekommen. Ich muss eigentlich nur bis 5 Mana, wohl. Er geht aufs Face, okay. Oh, ja. Probier's mal hiermit. Hab hier nur noch 3. Ach, weißt du was, da gehe ich voll auf die Möhre. Ich jage allein. Das war's. Das reicht nicht mit Ansturm. Eine Holy Nova. Ja, da habe ich natürlich die Arschkarte. Und ein junger Drachenfalk. Okay.
könnte vielleicht doch noch gewinnen. Ah, sieht gut aus. Yep. Nein! Ich Idiot! Nein, wir sind ja erst bei 6 Mana! Nein! Oh nein, ich Idiot! Oh fuck, ich hab gedacht, wir sind schon bei 7 Mana. Ja, ich hab verloren. Ach, ist das bitter! Jetzt hab ich's mir selber verkackt. Ich hatte mit der Raketenschützin auf jeden Fall traden müssen. Das wäre meine einzige Möglichkeit gewesen, um da jetzt noch zu gewinnen. Och, ist das mies gewesen. Nein, ich war schon bei 7 Mana. Mit 7 Mana hätte es funktioniert. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Meine Güte, ich weiß nicht, was los ist. Die letzten Tage einfach so unkonzentriert. Das ist echt bitter. Oh, ist das bitter. Oh, ist das ärgerlich. Ach, ist das ärgerlich. Also kann man natürlich nicht gewinnen. Wenn man so eine Kotze spielt, dann kann man nicht gewinnen. Fast packe ich erstmal noch raus. Ey, ich habe mehr Zweier- und Dreier-Minions als... wie viel Pech muss man haben? Ey, nee, echt. Jammer. Hilft ja alles nix. Gottes Willen war das schlecht, ey. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Reicht das? Das wäre so lustig, wenn ich jetzt selber drauf gehen würde. Natürlich mal auf die Hero Power spielen, obwohl. Nichts, was ich unbedingt brauche. Ich jage allein. Das war's. Lass die Hunde los. Ach, fuck, ey. Fuck. Legt diesen Apfel auf euren Kopf. Kämpfe meiner Seite. Mal des Jägers. Oder? Ey, die letzte Partie. Jetzt muss ich mal Schuss. Nein! Oh nein. Na, geht der Train? Ja, er geht Train. 6 Mana. Silence! Also, klar. Töte! Ey! Lol, du Sack. Ein Fass. Tschüss. Wollte jetzt eigentlich nur noch ein Wildtier rausspielen, dann habe ich es nicht geschafft.
Ein Wildtier! Ich brauche ein Wildtier! Ah, okay, vergessen wir die Sache. Ein Wildtier, ein Mehrfachschuss. Oh, auch nicht schlecht. Ich brauche ein Wildtier. Ja, komm mal. Lass mal stecken, Junge. Lass mal stecken. Ja, ein Wildtier. Sehr schön. Tschüss. Endlich diesen letzten beschissenen Sieg bekommen, ey. Was werde ich dann noch machen? Ich werde mir jetzt einmal ganz schnell ein neues Soul-Abenteuer kaufen. Und zwar. Geier geschmolzen. Kern, was gibt's denn da? Nicht so spannend alles. Außer Boss des Wichtelgangs. Yay! Roten Chor, damit ihr nächste Woche wieder versorgt seid. Die Woche, also ich nehme ja gerade am Stück relativ viele Folgen auf. Hallo Blizzard! Autorisierung! Gekauft? Ach ja. La 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 la. Was ist denn jetzt kaputt hier? Ah, jetzt, okay. Sehr schön. Nächstes ist dann die Schwarzfeldspitze. Ja, Dragon Egg würde ich gerne haben. Da kommen noch ein paar gute Karten. So, wie viel Gold haben wir denn? 105. Ich brauche aber 150, um, um Dingsbums zu bekommen. Um die Arena spielen zu können. Na gut, ich mache hier mal einen Cut und dann sehen wir uns zu einer weiteren Folge von Let's Play Hearthstone Constructed. Dann werde ich mal gucken, dass ich ein paar neue Decks ausprobiere. Ein neues Magier-Deck müsste mal langsam her. Etwas, womit ich auch gewinnen kann. Da Mech-Mage vielleicht ein bisschen mehr ausbauen. Ich gucke da mal in den Foren ein bisschen rum, ob ich was finde. Und dann mal schauen. Den Schamane noch ein bisschen ausprobieren. Die drei Decks, die ich da gebastelt habe, würde ich gerne ein bisschen mehr ausprobieren. Lassen wir uns überraschen, was noch so kommt. Also, ciao!